So, jetzt melde ich mich nochmal. Das letzte Mal für heute aus Luxor. Jetzt von Westheben. Ihr seht hier drüben Ostheben. Wir sind in unserem Lieblingsrestaurant. Und weil ich es gestern vergessen habe, euch zu zeigen, was es zum Essen gibt, nehme ich euch jetzt heute nochmal mit zum Essen. Also, wir haben hier erstmal die Getränke, das ist Zitronensaft, Asir Limun, das sind frisch gepresste Limetten mit Schale, einen Schluck Milch rein, damit es nicht so bitter ist, und das Grünliche, das ist Pfefferminze. Dann haben wir hier das typische Fladenbrot, dann gibt es hier eine Vogelzungensuppe. Ich musste so lachen, hat mir dann ein Gast gesagt, ja, da stand gestern auch Vogelzungen bei unserem Buffet, das sind Nudelarten, die heißen tatsächlich das hier, diese Teile, die nennt man Vogelzungen, das ist, ich weiß nicht, ob das so Grieß ist oder sonst irgendwas. Dann haben wir Reis, das kann man unschwer sehen. Dann haben wir hier Tahina oder Tahina? Tahina, das ist die Sesampaste mit Öl gemischt. Dann haben wir hier, ich muss es selber gucken, Baba Ghanoukh oder nochmal Tahina. Baba Ghanoukh ist wie Tahina, nur mit klein gemachten Auberginen, mit Knoblauch, ohne Schale, das schmeckt lecker. Salat ist in Ägypten nie angemacht. Moment, das hier ist der Mudir. Das ist Mudir, genau. Und der macht das immer bei uns hier. So, der Salat ist nie angemacht, da wird einfach nur Zitrone drauf gemacht und ein bisschen Öl, wenn man Glück hat, Salz und Pfeffer, weil Essig ist ja Alkohol. Reis, beliebteste Beilage. Dann haben wir hier Gemüse, eingelegt in Soße. Und dann gibt es jetzt eben noch alternativ dazu Fleisch, Fisch oder Hähnchen. Na? So, jetzt lasse ich euch noch mal einmal hier den Ausblick genießen. Und dann sage ich tschüss und einen guten Appetit. Achtung, jetzt nicht hoch. Einen guten Appetit nächstes Mal, Wilhelmina Beschäfer. Und ihr antwortet Alai Henek. Und dann lassen wir uns das Ganze schmecken. Bye bye. Ach, übrigens, wir holen jetzt noch, das wird aber hier drüben beim Saftladen geholt. Ganz da hinten. Da lassen wir uns noch Asap bringen. Asir Asap. Das ist Zuckerrohrsaft. Und da wir gerade mitten in der Zuckerrohrzeit sind, einfach mal probieren. Ciao.